Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 27. Juni 2018? Ich habe bei den letzten Aufnahmen schon verkündet, dass ich in eine neue Richtung gehe. Das bedeutet nicht, dass ich die westliche Astrologie, was uns bekannt ist, verlassen möchte, sondern meine Orientierung geht immer mehr an indische Astrologie oder vedische Astrologie. Warum? Erstens, weil sie anderes berechnen, ihren Horoskopen, und die berücksichtigen die Präzession, und das bedeutet die Bewegung unseres Sonnensystems über die platonischen Jahr, und dadurch verschiebt sich natürlich die Frühlingspunkt, und das ist natürlich eine ganz andere Berechnung. Es macht nicht viel aus, aber immerhin präziser. Und dazu kommt noch auch die Mondkalender. Unsere westliche Astrologie orientiert sich nach Sonnenkalender und die indische Astrologie auch nach Sonnenkalender, aber sie berücksichtigen auch die Mondkalender. Und das ist mehr im Einklang, Sonne und Mond, und natürlich die Arbeiten auch mit Mondkraft, mit Mondenergie, auch mit Mondhäuser. Und dazu kommt noch die karmischen Knoten, das was die indische Astrologie auch betont, die Karma, die karmischen Astrologie, und das ist doch so mein Gebiet. Und so ist diese Entscheidung getroffen, ich gehe mehr in die Richtung. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Krebsgeborenen, etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren, etwas sichtbar machen oder die Bedürfnis wahrgenommen werden oder die Bedürfnis etwas klären, Klarheit, Orientierung bekommen. Und die Krebsgeborenen bemühen sie sich auch, einen klärenden Gespräch zu führen. Aber die Kommunikation ist nicht eindeutig und das kann auch zu Missverständnissen führen. Sonne befindet sich hier im Tierkreiszeichen Krebs und nach indischer Astrologie bekommt die Sonnenkraft einen Einfluss von Art Ra. Und das bedeutet, etwas trägt Früchte, etwas ist lebendig und wir sollen unsere Kraft einsetzen für eine bestimmte Sache, weil das führt zum Erfolg. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben immer noch karmischen Themen und das zeigt sich in die Liebepartnerschaft. Karmische Liebe, karmischen Begegnungen, karmischen Erinnerungen sind möglich. Jemand kehrt auch zurück von Vergangenheit. Die Löwengeborenen verspüren aber noch eine gewisse Unsicherheit, kommen auch alten Gefühlen hoch, alten verletzten Gefühlen. Und da brauchen die Löwengeborenen gerade eine Art Heilung, etwas abschließen, nach vorne schauen, den Tag genießen. Eine wichtige Nachricht nähert sich. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter den Füßen. Sie sollen ein bisschen geduldig sein, bis sie die Bestätigung bekommen. Zu Hause spielt gerade eine große Rolle bei der Jungfrau geboren. Entweder genießen sie den Rückzug, die Zuhause, das Familienleben oder ändert sich etwas im wohnlichen Bereich, wie ein Umzug oder neue Einrichtung. Oder die Jungfrau geborenen sind gerade dabei, Ordnung zu schaffen zu Hause. Ein Besuch ist zum Erwarten oder die Jungfrau Geborenen besuchen jemand. Das kann eine gute Bekannte sein oder jemand von Familie, von Verwandten. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben mehr Kraft, mehr Klarheit, mehr Orientierung. Ein gutes Gespräch oder eine wichtige Nachricht ist noch nicht da, aber es nähert sich etwas, ein bisschen Geduld noch.
Was die Liebepartnerschaft betrifft, da fühlen sich die Wagengeborenen etwas unsicher. Aber die Wagengeborenen haben gerade tolle Ideen und das können sie gerade umsetzen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen können damit rechnen, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Und bei vielen Skorpiongeborenen bedeutet das der Mann. Und dann ist wieder die Kontakte, es klärt sich auch etwas auf. Und die Skorpiongeborenen bekommen gerade ihren Rechte. Es geht auch um Gerechtigkeit. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein wichtiges Thema, die beruflichen Situation. Sie fühlen sich wie eingesperrt und möchten sie sich beruflich etwas ändern. Momentan ist es unbeweglich. Aber in den kommenden Tagen gibt auch die Lösung und es geht auch voran. Mond bewegt sich hier in Tierkreiszeichen Schütze, hat eine zunehmende Mondphase und nach indischen Astrologie hat ein Einfluss von Mula und das bedeutet Fundament und Basis. All das, was wir heute beginnen, hat auch Hand und Fuß und wir können die Ursache erkennen. Auch bei Krankheiten ist das auch möglich, dass wir erkennen, woher kommt das oder bei anderen Lebenssituationen können wir das untersuchen, woran liegt die Ursache. Diese Mondenergie bedeutet auch die Kraft in eine bestimmte Richtung einsetzen, aber wir sollen zielorientiert sein und das, wenn wir Ziele haben und es nicht aufgeben, führt auch zum Erfolg, das trägt auch Früchte. In die Liebepartnerschaft haben die Schützengeborenen Glück und eine gute Nachricht nähert sich schon. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben etwas aufgegeben oder etwas beendet oder sie trennen gerade von etwas. Sie haben Wünsche und Ziele und sie sind gerade dabei, Veränderungen, neue Entscheidungen treffen, in eine neue Richtung bewegen und sie setzen das auch ins Ziel und es ist wichtig momentan für die Steinbockgeborenen, welche Ziele, welche Wünsche, welche Träume haben sie, das Umsetzen im Tat. Tierkreiszeichen Wassermann. Hier bewegt sich Mars und Mars bedeutet Kraft und Mut, aber auch der Mann, der männliche Energie. Mars ist ab heute rückläufig und diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder bremst das etwas und fühlen sich die Wassermanngeborenen etwas müde und erschöpft. Aber die Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit und es kann auch alte Karma auch bedeuten. Vor allem hier bewegt sich gerade die absteigende Mondknoten hier in Tierkreiszeichen Wassermann und das erinnert die Wassermanngeborenen gerade an alte Karma. Und bei vielen Wassermanngeborenen passiert Folgendes, jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder ist auch möglich, karmische Liebe, karmische Begegnungen gerade erleben. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben tolle Intuitionen. Sie fühlen sich zwar unsicher, aber sie bekommen Bestätigungen und sie bekommen ihre Rechte. Und damit haben die Fischengeborenen Erfolg, aber sie sollen nach ihrem Gefühl intuitiv handeln. Die Tierkreiszeichen Widdergeboren haben Kraft und Mut, etwas in Bewegung setzen und das ist ein beruflicher Erfolg, beruflichen Aufstieg. In der Liebepartnerschaft haben die Wiedergeborenen auch Glück und eine gute Nachricht nähert sich schon. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommen Veränderungen, unerwartete Ereignisse, neue Kontakte, neue Freundschaften, Bekanntschaften und auch in die Liebepartnerschaft können unerwartete Ereignisse, Veränderungen kommen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen brauchen Ruhe und sie sind eher zurückhaltend oder sie beobachten gerade etwas. Sie sind noch nicht aktiv, aber diese Aktivität wird in die Tage kommen, weil dann setzen sich die Zwillingsgeborenen ihren Kraft ein. Momentan orientieren sie sich.
Und das war mein Tageshoroskop und noch die Blitzberatungen. Es sind E-Mails, Beratungen und das geht blitzschnell. Das bedeutet, Sie schreiben ein E-Mail, stellen Ihre Frage, wie zum Beispiel, werde ich umziehen, soll ich diesen Arbeitsvertrag unterschreiben, werde ich gekündigt, wie ist das mit meinen Finanzen, werde ich was gewinnen, in die liebe Partnerschaft meldet er sich, werden wir uns treffen, sehe ich in kommenden Tagen. Es sind Fragen, was den Alltag betrifft, aber es sind auch wichtige Fragen. Und solche Fragen beantworte ich bei diesen Blitzberatungen. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.